Bikebox 24. Das Parkproblem von Fahrzeugen wie Motorrädern, Quads und Mopeds kann ziemlich akut sein. Nicht immer gibt es in der Nähe einen bedeckten Parkplatz und die Motorräder müssen häufig direkt in der Straße stehen gelassen werden, wo sie vor Regen, Schnee oder Übeltätern nicht geschützt sind. Bikebox 24 ist eine kompakte Garage, die fast überall aufgestellt werden kann. Die innovative Struktur schützt das Fahrzeug vor Niederschlag, UV-Strahlen und bietet auch ein hohes Maß an Sicherheit. Bikebox 24 wird in Deutschland aus hochwertigen Materialien hergestellt. Dies gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit der Bestandteile sowie eine lange Lebensdauer des Gerätes. Der Hersteller bietet zwei verschiedene Modelle an. Der Preis der Standardbox beträgt 4000 US-Dollar. Ihr Gewicht beträgt 150 Kilogramm. Die äußere Länge beträgt 2,7 Meter. Und die Höhe beträgt 1,7 Meter. Eine andere Variante in der Größe XL kostet 5000 US-Dollar. ServoCav Moto Classic. Das hier ist eine weitere Konstruktion, die den Mangel an überdachten Parkplätzen lösen kann. ServoCav Moto Classic ist eine transparente Box, die so konstruiert ist, dass sie Kompaktheit mit Funktionalität und Ästhetik verbindet. Die Seitenwände, das Dach und die hintere Wand bestehen aus speziellem, hochfestem Kunststoff. Der Rahmen ist aus Edelstahl gefertigt. Der Hersteller bietet die Garage in zwei Größen, für eines oder zwei Fahrzeuge an. Die Standardbreite beträgt 1,3 bzw. 2 Meter. Die Tiefe beträgt 2,5 bzw. 2,8 Meter. Der Hersteller ist auch bereit, eine maßgeschneiderte Box anzufertigen. Die 2,8 Meter gelten als recht beeindruckende Tiefe. Das ist definitiv ein Vorteil. Damit wird auch massiven, langen Motorrädern Schutz gewährt. Trotz der schönen und etwas zerbrechlichen Erscheinung ist die Kabine gegen Regen und Sonnenstrahlen geschützt. Sie passt harmonisch in jeden architektonisches Konzept. ServoCav Moto kann ab 3370 US-Dollar gekauft werden. CarDog Carlift. Aufgrund der ständigen steigenden Autozahl auf den Straßen sind Unternehmen auf der ganzen Welt über die Möglichkeit solcher Parkeinrichtungen besorgt, die Platz sparen würden, aber gleichzeitig bequem sein könnten. CarDog Carlift ist ein Parksystem, mit dem man ein Auto unter einem anderen parken kann. So kann ein gewohnter Parkplatz gleichzeitig für zwei Autos Platz bieten. Besonders relevant ist so etwas für Privathäuser, deren Besitzer in der Garage oder auf dem Hof Platzmangel verspüren. CarDog ist eine Hebebühne, die die Parkmöglichkeiten erheblich erweitert. Sie kann verwendet werden, um ein Auto zu einer Tiefgarage zu transportieren oder als selbstständigen Parkplatz genutzt werden. Sie wird mit Strom betrieben und wird mit einer Geschwindigkeit von 0,15 Metern pro Sekunde gehoben und hinuntergefahren. Die Größe der Plattform beträgt 5,3 x 2,6 Meter. Die Tragfähigkeit der Plattform beträgt 2 bis 3 Tonnen. Somit ist CarDog Carlift für das Parken von nahezu jedem Fahrzeug geeignet. Die Montage des Aufzugs dauert 5 bis 15 Tage, je nach verwendeter Technologie. Solar-Powered Retractable Car Garage. Damit Autofans ihr Auto vor Schnee, Sonne, Regen und Übeltätern schützen können, wurde eine ausziehbare Garage erfunden, die mit Sonnenenergie arbeitet. Für deren Herstellung ist die chinesische Firma Chaoye und einige andere Firmen verantwortlich. Der Preis variiert je nach Modell und kann sowohl 2600 als auch 4500 US-Dollar betragen. Die Anlage ist mit einer intelligenten Fernbedienung ausgestattet und kann auch über eine mobile App gesteuert werden. Der Hersteller bietet Modelle an, die mit Solarenergie arbeiten. Jedoch besteht auch die Möglichkeit, eine Garage zu kaufen, die mit gewöhnlichem Strom funktioniert. Die Öffnungs- und Schließdauer beträgt nur 22 Sekunden.
Die Konstruktion hält Wind bis zu 20 Metern pro Sekunde und einem Gewicht bis zu 200 Kilogramm Stand. Die hohe Festigkeit wurde dank des ausgewählten Materials, nämlich einer Aluminiumlegierung, erreicht. Der Vorteil ist die Geräumigkeit. Diese kompakte Garage ist sowohl für Limousinen als auch für Geländewagen geeignet. Platform Boatlifts. Das Unternehmen Northshore beschäftigt sich mit der Herstellung von Parksystemen für Yachten und Boote. Jeder, der zumindest 2000 US-Dollar hat, kann einen maßgeschneiderten Aufzug für ein Wasserfahrzeug bestellen. Dieser kann mit Strom betrieben werden oder im Handbetrieb arbeiten. Damit hängt auch der Preis zusammen. Außerdem hängen die Kosten von den Abmessungen der erforderlichen Plattform und der Hubkapazität ab. Je nach Modell ist der Lift für ein bis zu 19 Tonnen schweres Schiff ausgelegt. Das Gerät ist so einfach wie möglich gebaut. Der Aufzug wird so montiert, dass er über dem Wasser liegt. Per Knopfdruck wird die Plattform gesenkt und die Yacht ist für die Reise bereit. Die Plattform wird gehoben, indem man genauso ein paar Tasten drückt. Die Konstruktion ist so konzipiert, dass die Sicherheit des Schiffes gewährleistet ist, gleichzeitig aber Sauberkeit und Ordnung im Dock oder im Rumpf erhalten bleiben. Alle mechanischen Bestandteile befinden sich unter dem Boden, sodass Plattform Boatlifts nicht nur praktisch, sondern auch ästhetisch wirkt. Gleichzeitig hat sie einen minimalen Wasserkontakt, was die Haltbarkeit der Struktur garantiert. Der Aufzug ist mit einem Verriegelungssystem ausgestattet, sodass das Boot für eine lange Zeit bis zu einem Jahr verlassen werden kann und man sich nicht um seine Sicherheit kümmern muss. Parkplus AGV. Dieses automatische Parksystem hat eine sehr interessante Konstruktion. Es besteht aus frei drehbaren Blöcken, die sich in verschiedene Richtungen bewegen und von Batterien aus arbeiten. Außerdem gibt es Markierungen, ein Videoüberwachungssystem und spezielle Sensoren, um die Bewegung der Plattform zu steuern und die Entfernung der Fahrzeuge zu kontrollieren. Die gesamte Konstruktion wird durch eine spezielle Software eingeschalten. Genau sie steuert den Bewegungsverkehr der Fahrzeuge auf dem Parkplatz. Das System hat viele Vorteile. Es bietet maximale Parkeffizienz und hat sehr flexible Einstellungen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche scannt ein intelligentes System den Parkplatz, um Platz zu schaffen, Komfort zu bieten und schnell einparken zu können. Alles, was der Fahrer tun muss, wenn er ein Auto bucht, ist ein paar Tasten auf dem Display zu drücken. Innerhalb weniger Minuten erscheint das Auto in der Garage und ist bereit für die Abfahrt. Das Einparken funktioniert noch einfacher. Man muss nur in die Box hineinfahren und sicherstellen, dass das Auto in der richtigen Position ist. Dann drückt man ein paar Tasten am Display und steigt aus. Das Auto wird auf speziellen Plattformen zum Speicherort gebracht. Bandpack PL 14000. Und hier kommt ein weiterer Aufzug, dessen Aufgabe es ist, Parkplätze zu sparen. Die Firma Bandpack hat eine Konstruktion entwickelt, die es erlaubt, auf einem Standardparkplatz bis zu 3 Autos zu parken. Der Aufzug ist für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Der Hersteller garantiert seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Der Aufzug ist so konstruiert, dass die Last gleichmäßig verteilt wird. Dies erlaubt, ihn auf fast jeder Oberfläche anzubringen. Beinahe jeder Betonboden eignet sich dafür. Die Konstruktion wurde für Limousinen und Geländewagen entworfen. Jede Ebene hält ein Gewicht von bis zu 3,1 Tonnen aus. Um die Sicherheit der Fahrzeuge zu garantieren, wurde der Aufzug mit einem schweren Stahlhebelzug, automatischen Sicherungen und einem leistungsstarken, zuverlässigen Stromversorgung ausgestattet. Er kann für 16.740 US-Dollar bestellt werden.